Hallo zusammen, grüße euch zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo. Ich sitze mal wieder in unserem schönen Sessel hier in dem Showroom in Ottobrunn, unserem Pomade-Shop-Hauptquartier. Und werde heute für euch eine mittelfeste Pomade mal wieder reviewen, und zwar einen absoluten Klassiker, die Black and White. Das ist so eine der absoluten Rock'n'Roll-Pomaden schlechthin, weil die eben genauso wie eigentlich so die meisten Rock'n'Roll-Stars und auch das berühmte Sun Records-Label in Memphis, Tennessee entstanden ist. Die gibt es auch schon seit fast 100 Jahren. In 4 Jahren feiert sie 100-Jähriges. Gibt es also schon seit 1922. Ursprünglich von der Firma Pluco hergestellt. Das ist so die Kosmetikdivision der Firma Plus Inc., die es schon seit 1908 gibt. Und inzwischen, heutzutage, ist die Herstellung von dieser Pomade ganz in der Hand von Jay Strickland. Kultig, Rock'n'Roll, absolut. Die Verpackung schaut heutzutage so aus. Das ist eine schöne, große, feste Dose aus Kunststoff mit sauberen 200 Millilitern. Also da hat man echt einen ganzen fetten Batzen Pomade für ein relativ kleines Geld. Gibt es übrigens auch in der kleinen Reisegröße 50 Milliliter, ist dann für Flugzeug zum Beispiel oder wenn man einfach nicht so viel auf einmal haben möchte. Und die werde ich jetzt einfach mal für euch anwenden. Dazu mache ich mir wie immer meine Haare feucht, und zwar heute wieder mit einem Jerry's Hair Tonic. Grund ist der, ich mag das Jerry's einfach sehr gerne. Und das Jerry's hat so mit vergleichsweise von den Düften, die wir so haben, den dezentesten Duft, weil die Black and White, dazu komme ich gleich noch, hat einen sehr kräftigen Duft. Wonach erzähle ich euch gleich. Wir öffnen gleich mal die Dose, aber erst mache ich mir so ein paar Spritzer Hair Tonic in die Haare, wie immer. Ihr wisst es ja, dann geht die Pomade leichter rein, man kann sie leichter verteilen. Der Kopf ist schön erfrischt, es riecht schön. So, ein bisschen noch für die Seite, da sehr schön anliegen. So, schon mal die Hände besser. Also, da ist die Pomade nochmal, der riesen Container, ich schraube sie auf. Innen drin ist sie weiß, black and white, haha, so. Der Duft ist für mich einfach zu beschreiben mit dem Wort Sommer. Also ganz abgefahren, es riecht so richtig frisch, Sommer, urlaubsmäßig, Meer, Strand kommt mir da sofort in den Sinn. Manch einer riecht eine Kokosnote raus, ich persönlich jetzt weniger, aber das kann schon sein. Ich bin da auch nicht immer so gut mit dem Zuordnen der Düfte. Aber ja, einfach richtig schön sommerlich frisch. Bei uns ist schon fast Sommer, auch wenn das Wetter heute nicht ganz so gut passt. Ist sehr regnerisch draußen, aber trotzdem werde ich heute diese sehr sommerlich duftende Pomade einmal anwenden. Und dann legen wir gleich mal los. Wie gesagt, das ist eine mittelfeste Pomade, das heißt, sie ist auch ganz einfach aus der Dose rauszukriegen. Schaut dann so aus, wie immer mein Finger voll. Wenn man es dann verreibt, wird es nicht wie viele andere Pomaden klar in der Hand, sondern halt tatsächlich weiß und cremig. Aber geht ganz easy, ist super geschmeidig. Und genauso ist es mit dem Einarbeiten in die Haare. Super geschmeidig, super easy. Man hat erstmal vielleicht so eine weiße Schliere drin, aber wenn man das gescheit reinreibt, dann geht die auch weg. Was muss ich noch nachnehmen, wie immer. Also diese Pomade ist wirklich tatsächlich bei vielen Rock'n'Roll-Stars der 50s sehr beliebt gewesen. Allen voran natürlich Elvis Presley. Und auch heute, eben noch dadurch, dass sie so ein krasser Klassiker ist, auch sehr beliebt bei Rockabillys, aber auch bei anderen Pomadennutzern, die gerne klassische Pomade anwenden und nicht unbedingt diesen Rock'n'Roll leben, weil es einfach wirklich ein klasse Produkt ist. Dann kommen wir zum Kamm. Ich habe einen neuen Lieblingskamm, den habe ich vor kurzem das erste Mal getestet. Das ist der Hercules Sigemann Flat Top Comb, gibt es bei uns im Onlineshop. Der ist richtig geil, weil er so ganz lange Zinken hat. Und damit kann man richtig schön griffig in die Haare reinkämmen. Auch für Friseure sehr interessant ist, dass er hinten eine Zentimeter-Skala drauf hat. Das heißt, so für Schneiden, dass man da auch sieht, wie kurz man die Haare schneidet. Eben gut geeignet eigentlich für Flat-Tops, aber eigentlich auch für jede andere Frisur. Und dann gehe ich durch. Und das ist genau so, wie man es von einer mittelfesten Pomade erwartet. Nämlich ganz, ganz einfach und geschmeidig. Und das ist wie immer das Gleiche. Ich mache mir erstmal meinen Seitenscheitel auf der linken Seite und kümmere mich dann um
die Haare oben und an der anderen Seite und mache wieder meinen Schwung. Und das ist so geil mit dem Flat Top kommt, der wirklich tief in die Haare reingreift, fast schon wie so ein Afro-Kamm. Kann man richtig schön Volumen reinkämmen. Und dann geht es ratzfatz. Man hat schon eine tolle da stehen. Der Halt ist, wie gesagt, mittelfest. Also für meine Haare jetzt super ausreichend, weil ich ja sehr gerade Haare habe, die einfach zu frisieren sind. Für lockige Haare jetzt eher weniger geeignet, weil da wird er halt nicht reichen. So, noch ein bisschen mehr Volumen. Nachdem es die Rock'n'Roll-Pomade ist, will ich auch eine Rock'n'Roll-Frisur haben. So. So mal eben ratzfatz hingekämmt, Seiten noch schön anlegen. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. So, ich bin sehr zufrieden, das ging wirklich sehr schnell und dafür eigentlich ein super Ergebnis. Guck mal ein bisschen näher, zeige ich euch mal ein bisschen, damit ihr auch den Glanz seht. Ich hoffe, alles ist an Ort und Stelle, schaut so aus. Glanz ist, ja, würde ich für eine mittelfeste Pomade sagen, ganz, ganz normal im mittelfesten Bereich. Also zusammenfassend, wie gesagt, das ist seit fast 100 Jahren echter Klassiker. Die Rock'n'Roll Pomade schlechthin mit einem geilen Duft, den ich jetzt hier überall rieche. Gibt mittelfesten Halt. Man kriegt eine riesen Dose für, ich glaube, 7,95 kostet bei uns im Onlineshop. Kann sein, dass ich mich jetzt vertue, ich hoffe nicht. Absolute Empfehlung. Also wenn ihr wirklich eine Pomade, eine klassische Pomade mit Geschichte ausprobieren wollt, gehört die auf jeden Fall dazu. Die gehört so zu den Top 5, finde ich, neben Mary's wie Georgia Brown, Royal Crown und Dax. Klare Kaufempfehlung. Also wirklich Top-Produkt. Dann wäre es eigentlich für heute schon wieder gewesen mit dem Pomade-Review. Ich bin der Flo, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Feierabend, ha? Ja, schon. Was ist denn da los? Du hast doch immer feste Pomaden drin, so musst du das nachfrisieren. Ja, ich habe eine mittelfeste heute Morgen mal wieder rein und da muss ich ja dann immer noch mal ein bisschen nachgehen später. Mhm. Bei dir? Hast du heute geschmiert? Ich habe heute das Black and White Video gemacht. Ja. Aber ich glaube, sieht eigentlich noch alles relativ gut aus. Eigentlich so hält es bei mir immer relativ gut den ganzen Tag. Man sitzt ja eh nur vor dem Computer. Weil wenn ich jetzt feiern gehe oder was oder irgendwelche anderen harte Belastungen, dann nehme ich auch schon auch was Festeres. Aber ich glaube, das sieht eigentlich fast genauso aus wie... Lässt sich fein in den Feierabend gehen. Genau. Dann sieht man sich morgen. Jo. Macht's gut.